Hallo und herzlich willkommen zu einer ersten Folge GTA Fun Gameplay. Ja, ich bin der Marsch und ich würde sagen, wir gehen direkt mal los. Ich habe mir einfach mal so einen Punkt nirgendwo geholt, um einfach mal drauf loszubrettern. Einfach so mal da in die Richtung, mal gucken, was uns hier so erwartet, wenn wir mal einfach hier durch die Hügel breiten und nachher vielleicht auch ein bisschen die Sau rauslassen. Mal gucken, wo wir überhaupt hinkommen. Wir werden einfach hier ein bisschen Scheiße bauen, ein bisschen Scheiße durch die Gegend fahren und mal gucken, wie lange wir durchhalten. Ich möchte einfach so lange durchspielen, oder weiterspielen, bis ich tot umfalle, bis Michael stirbt. Und wenn es das Letzte ist, was wir tun, wenn die Folge nur 5 Minuten dauert, dauert sie halt nur 5 Minuten, wenn sie eine halbe Stunde dauert, dann dauert sie eine halbe Stunde. Und so soll es sein, aber erstmal brettern wir hier wirklich über die Hügel, mein Gott. Und da geht's bergab, bergab geht's, ziemlich tief bergunter und yeah, woo. Mann, wir haben schon kaum noch Kastrier in unserem Auto. Aber trotzdem fahren wir mal ein bisschen weiter und ich glaube, ich bilde direkt meine Knarre hier und komm her da, du da. Oder oben fährt über einen Zug, ob wir da drankommen. Versuchen wir da hochzukommen. Boah. So, bergauf geht's dem Zug hinterher. Nehme ich kein Radio mehr an? Ich habe keine Ahnung. Ich höre zumindest keine Musik mehr. Ich muss ein bisschen aufpassen, damit die GEMA nicht zu viel macht. Aber ich glaube, jetzt habe ich die Musik ein bisschen zu leise gemacht. Ich höre nämlich überhaupt nichts mehr vom Radio. Ein bisschen was dürfen wir schon noch haben. Müssen halt nur nicht. Ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu laut sprechen. So sollte es eigentlich okay sein. Ja, wir hören eigentlich nur noch leicht Musik. Das gefällt mir eigentlich nicht so sehr. Aber naja. Hey, das ist der Zug. Komm, den kriegen wir doch, oder? Komm her, Zug. Zug, Zug, Zug. Yay. Yeah. Komm her. Ob wir doch den irgendwie hijacken können, den Zug? So, jetzt sind wir auf jeden Fall schon recht nah am Zug. Ob wir da irgendwie drankommen? Yeah. Jetzt sind wir mitten im Tunnel gelandet, oder was? Komm her! Wow, bin aber mal gut vorangeschoben. Boah. Also so kommen wir auf jeden Fall nicht da dran. Vielleicht, wenn wir irgendwie in die Seite springen? Ich glaube nicht. Dann drehen wir einfach mal und fangen wieder nach draußen. Schade, den Zug können wir nicht hijacken. Zumindest müsste ich jetzt nicht auf eine Idee. Dann fangen wir mal wieder hier raus. Wir hören nichts hier raus hier. Das Radio ist echt sehr leise. Ich höre überhaupt nichts. Also im Spiel hört es sich ziemlich laut an, aber hier hört man gar nichts. Ein bisschen müssen wir schon was hören. Ich mach mal so. Wo waren wir denn da? Blue Arc, Worldwide FM, Philo, Lowdown, Radio, Mirror Park, Space, Wildwood Boulevard. Komm, wir machen einfach mal los, schaltet Rock Radio. Lasst uns ganz leise beschallen, damit die GEMA ja nichts zu sagen hat, die verdammte GEMA. Und dann geht's wieder zurück auf die Hügel. Mal gucken, wo uns unser Weg einfach mal so hinführt. Ich fahr einfach mal hier rauf. Komm, da Richtung den Punkt, den habe ich mir gesetzt. Da möchte ich hin. Vielleicht sind wir auch ein paar Tiere unterwegs. Auf unserem Weg über die Hügel. Da ist tatsächlich einer. Guck mal da, ein Puma. Hab ich den erwischt? Bleibst du wohl hier, Puma? Hallo? Puma? Komm her, Puma. Okay, der ist leider weg, der Puma. Ja, ich habe ja noch ein paar Waffen mit Michael geholt. Ich glaube, das habt ihr sogar gesehen, oder? Ich meine, das habt ihr in der Folge gesehen. Wahrscheinlich seht ihr sie erst später. Und wir in unseren Badelatschen und Shorts. Okay, Badelatschen sind aber in Shorts und diesem schicken Jeanshemd. Geht's weiter hier, oh, come on! Weiter einfach mal hier den Hügel rauf. Vielleicht sehen wir noch ein paar andere Tiere, die einfach mal so ein bisschen umfahren können. Okay, natürlich habe ich nichts gegen Tiere. Ich bin sehr tierlieb in einem normalen Leben, aber hier kann man ja mal sowas machen. Jetzt ist über die Wainwood Hills. Hier können wir vielleicht auch mal gucken gehen. Und hier geht's bergauf und bergauf. Vielleicht sollten wir einfach mal irgendwo runterfahren. Wir haben übrigens einen schönen Blick auf die Stadt Los Santos. Wunderbar. Oh, jetzt haben wir uns was festgefahren. Oh Gott, ich will hier weiter rauf. Oh nein, es geht so bergab durch die Pampa. Wir hätten uns einen Geländewagen oder sowas holen sollen, statt hier das Auto hier. Aber dann müssen wir halt irgendwie anders an unseren Punkt kommen. Aber das schaffen wir schon. Yeah! Come on, Michael. Ab über den Hügel hinauf. Eigentlich wollte ich ein bisschen Chaos stiften. Aber hier oben auf dem Hügel geht das schlecht. Aber wir können ja mal gucken, ob wir noch ankommen an unserem Punkt, da wo ich hin will.
Wenn wir erstmal hier die Hügel hochkommen, wir kommen gar nicht erst die Hügel hier hoch. Mann. Ja, aber geht es hier doch schön bergauf. Aber wir sitzen uns fest und da haben wir schon ein paar Spuren im... Was auch immer. Wenigstens machen wir hier Spuren, was auch immer, wo wir immer hier drauf fahren. Ein paar Grasbüschel könnten auch sein und jetzt sind wir oben. Oh, da ist ein See und wir fahren genau auf den See zu. Nein, ich will hier den See. Aber in den See. Woo! Yeah! Woo! Mich hier raus hier. Woo! Das tat weh. Man, das kann ja unter Wasser sagen. Au! Ein Damm. Was gibt es denn hier am Damm? Ob es da militärische Aktionen gibt? Wir werden es herausfinden. Wir können übrigens auch tauchen. Gucken, ob wir ein paar Fischis sind, aber es sind keine Fischis. Hallo. Michael on the one. Yeah. Man on the one. So, da gucken wir, ob wir da hinten irgendwie rauskommen. Ich meine, da wären zumindest... Ja, da hinten ist ein Steg. Gucken, ob wir ein bisschen was am Damm aufräumen können, meine Freunde. Der Damm ist unser Ziel. Der Damm ist das, wo wir hinwollen, meine Freunde. Oh yeah. Dann schwimmen wir mal ein bisschen in die Richtung hier runter. Und schauen, was uns hier erwartet im Damm. Aber schön sieht's hier aus, muss man schon sagen. Sehr naturlastig das Ganze. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass hier so viel Natur kommt. So, dann nehmen wir mal eine Waffe. So, können wir eigentlich... Ups, da können wir eigentlich zielen. Kann ich irgendwie reinzoomen tatsächlich? Eigentlich müsste ich ja mehr reinzoomen können, weil ich ja ein Fernrohr drauf habe. Ich habe auch ein erweitertes Magazin drauf. Und jetzt gucken wir, ob wir irgendwie Chaos machen können. Ah, verdammt, ich bin noch gewohnt mit R1 und L1 zu zielen und zu schießen. Ich habe den hinteren. Ist das ein explosives Fass? Hallo, ist hier jemand? Hallo? Können wir hier reingehen? Hallo? Ich bin der Mann auf dem Damm. Ich bin quasi auf dem Damm. Hallo? Flatbird. Hier können wir schon mal nicht rein, vielleicht von unten. Guck mal, da ist tatsächlich eine offene Tür. Beziehungsweise da ist überhaupt gar keine Tür. Aber die Birksohn hier, die sehen nicht so schön aus. Da gehen wir mal rein. Hallo? Ich bin mir sicher, hier ist einer. Guck mal, da steht zumindest ein Kasten von den Aufschließenden. Ne? Laden wir mal nach. Hier muss doch irgendwie was sein, oder? Also hier können wir keinen Chaos stiften. Hallo? Also wir könnten hier runterspringen, aber das traue ich mich nicht so ganz. Ich glaube, das tut uns nicht so gut, wenn wir da runterspringen. Was gibt's denn hier oben? Vielleicht ist hier oben auf... Guck mal, da muss man irgendwie reinkommen. Man sieht doch Lampen und sowas da drin. Hallo? Ist hier jemand? Keiner da? Da ist ein Rettungsreifen, aber sonst... Ein ziemlich leerer Damm. Hier arbeitet wohl keiner, oder was? Muss doch mal einer arbeiten, mein Gott. Das tat ein bisschen weh. Außer Gefecht, ja. Ich bin mal gespannt, ob wir unsere Waffen jetzt behalten haben oder ob wir die verlieren, wie es früher war. Außer Gefecht. Haben wir nicht lange durchgehalten. Mein Ziel, einfach irgendwo die Pappe zu fahren, haben wir auch nicht erreicht. Das ist ja absolut überhaupt nicht schön. Menno. Wir haben sogar noch ein paar Schrammen im Gesicht. Wir haben unsere Waffen noch. Das ist schön. Oh, da überfällt uns einfach. Du dumme Sau. Dumme Sau. Das gibt's doch nicht. Was machen die? Oh, wir haben die Geräumenschrotflinte. Hatten wir nicht eine andere ausgewählt? Naja, egal. Hey du da, ich brauch dein Auto. Ich brauch dein Auto, hab ich gesagt. Na komm her, auf den nächsten, der kommt. Ha, den haben wir doch erwischt. Den haben wir erwischt. Und da haben wir auch schon unser Auto. Komm her, mein Auto. Ich möchte immer noch zum Punkt da oben kommen. Oh, Betonmischer. Das ist natürlich sehr gut, dass wir da einen Betonmischer haben. Mit dem können wir einiges wegreißen, meine Freunde. Komm her. Komm her, bleib stehen. Ihr Moron! Das ist jetzt mein LKW.
Raus da! Nix wie raus da. Und da kommen auch schon die Bolente. Aber die können wir jetzt gut einfach wegrammen. Yeah! Jetzt fühle ich mich übermächtig. Komm, du bist der Erste, der meine Macht zu spüren bekommt. Kann man eigentlich irgendwas bei mir machen? Nee, ich glaube nicht. Boah, die Polizei hat uns gesehen. Da kommen sie. Und wir rammen einfach mal ein bisschen aus dem Weg. Warum stehen einfach hier rum? Komm, weg da. Und da kommt die erste Polizei an unserem Ziel. Jetzt sind wir erstmal in Fahrt auf. Komm her. Wow. Jetzt haben wir schon drei unter uns. Kommt her. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Yeah. Ich sollte natürlich nicht dagegen fahren, sondern die einfach mal umfahren. Hier, kommt aus dem Weg. Ja, schiebt mich noch an, ihr Idioten. Kommt her. Yeah. Komm, ich schieb dich einfach mal so vor mich hin. Okay, da bist du verliert. Nee. Oh, schön, wie die versuchen, mich die ganze Zeit abzudrängen. Aber das wird euch gegen so einen LKW nicht gelingen. So, der ist jetzt quer und wir sind frei. Kann ich ihn erwischen? Okay. Wow, den haben wir aber schön vom Muttertag runtergehauen. Yay! Und der Weg dem Chaos verlässt die Stadt. Boom. Oh, sogar der Highway-Portal. Oh, das tat, glaube ich, sehr weh. Gut, dass das hier alles nur Spaß ist, nicht ernst ist. Sonst tät ihm das wahrscheinlich noch wirklich weh. So, oh, den haben wir aber schön selber von der Straße runtergerammt. So, wir fahren mal ein bisschen auf die Gegenfahrbahn, da macht es mehr Spaß. Yeah. So, ich fahre wir rammen auch mal von der Straße runter, da kommt schon mehr Pulente. So, der Motorradfahrer, der muss dran glauben. Motorradfahrer verpesten die Umwelt am meisten. Statistik bewiesen. Ja, natürlich nicht, das ist natürlich Blödsinn. Da steht schon wieder einer, ob ich den nochmal so rumgerannt kriege. Na, ja, diesmal da verpasst Glück gehabt. Schien hier draußen mit dem Bus oder was? Es kommen immer mehr. Oh, sind jetzt auch ein Bus unterwegs? Ach nee, das ist der eine Bus von eben noch. Ja, ja, du versuchst mich da abzudrängen. Nee. Nicht mit mir. Oh, da vorne ist ein Offshore-Park. Also, Quatsch, geil, Offshore-Park. Einfach nur ein normaler Windpark. Offshore-Park ist ja draußen am Meer, aber hier ist alles schön im Wind. Ach, cool, das aussieht hier. Lernen wir auch eigentlich mal was von der Umwelt kennen. Finde ich super. Und das einfach ein bisschen beim Funplay. Gucken, ob wir sie auch irgendwie wegkriegen. Aber ich glaube, so einfach wird das nicht mehr. Aber hier oben auf der Hochstraße ist schon cool. Und da unten ist eine Straßensperre. Können wir die durchrammen? Yeah! Und diese schrammen sie. Und da fliegt die Polente leider rum. Es tut mir leid, meine Freunde, dass ihr so durch die Gegend fliegen müsst. Oh, was ist hier vorne? Ist das eine Kaserne? Nee, ein Gefängnis. Cool, das Gefängnis ist da vorne. Und da vorne ein Militärbase oder sowas. Kann ich mir natürlich auch vorstellen. Da vorne ist da so ein bisschen die Kommunikationsanlage. Womit sie rauf ins Weltall schauen und da auch Signale hinschicken, um die Außerirdischen, mit denen man Kontakt aufzunehmen. Und ihr wisst ja, die Amis, die glauben ja an alles. Oder einen Strompark haben die, glaube ich, auch hier, oder? Und wahrscheinlich braucht die Anlage einfach nur so viel Strom, dass sie so viele Masten hinführen müssen. Mensch. Und jetzt nehmen wir wirklich mal einen Pfad auf mit dem Ding hier. Juhu. Ich bin mal gespannt, ob wir wirklich oben an dem Punkt ankommen. Mal gucken, was am Ende dieser Welt ist. Komm, ich schieb ihn einfach ein bisschen mal vor mich her. Tschüss, mein Freund. Und da ist noch mehr Polizei. Komm, ich schieb die auch mal ein bisschen noch vor mich her. Oh, die können sie aber gut ausbremsen. Yeah. Komm, fahr mal zur Seite, mein Freund. Yeah. Und auch du. Wir haben ihn einfach ein bisschen auf die Seite hier. Komm her. Yeah, yeah. Oh, oh. Nicht, dass er uns zur Seite rammt. Und da vorne ist die nächste Straßensperre. Tschüss, mein Freund. Da fahren wir doch einfach mal mitten durch. Yeah, guck mal, wie jetzt alles wegrammen hier. Wir haben doch alle gar keine Chance hier. Guck mal, was will der hier? Geil, ja, ich ramme einfach mal gegen die... In die Straße, was haben wir hier? Eine Fabrik? Hallo, kleine Fabrik. Und sogar die Highway Patrol auf Motorrädern. Die haben wir aber auch ein bisschen weggeboxt. Also wieder eine Straßensperre. Die versuchen uns immer mehr. Was haben wir hier? Oxygen? Onion? Zwiebel? Gibt's da Zwiebel? Nein, Union. Ah, die Vereinigung. Oh.
Union Oil, so wie es aussieht, also Ölraffinerie, oder? Da ist, die Dinge stehen zumindest auch ein paar also Tankanhänger für den Zug. Was haben wir hier noch so alles? Ein Feld oder sowas. Da wird bestimmt nicht der nächste Alkohol aufgesucht. Oh, das ist ein Dorf. Da ist ein kleines Deutsches. Das könnten wir uns auch mal anschauen gehen. Hehehe. Da muss ich aber jetzt nicht so ohne weiteres runterfahren. Schauen wir uns vielleicht beim nächsten Mal an, das Dorf da. Und machen da auch mal ein bisschen Chaos und gucken, wie zackig die Highway Patrol hier ist. Also die Polizei von außerhalb. Oh, da kommt die Polizei geflogen. Er kommt sicherlich wieder auf. Da haben wir mal Glück gehabt, dass er uns nicht wieder aufgestellt hat. Das hätten wir jetzt ein Problem gehabt. Aber auch die Polizei flog da cool rum. Great Ocean Highway. Oh, da geht's zum Meer. Sollen wir mal durch den Tunnel fahren? Sollen wir durch den Tunnel fahren? Ja, wir fahren durch den Tunnel, meine Freunde. Ich fahre doch gerne mal durch den Tunnel. Yeah! Vorbei an der Sperre und rein in den Tunnel, wo wir weniger sehen als draußen. Okay. Na ja, komm, ich kann mich auch mal weg. Schön, wie weit unser Truck uns hier noch führt. Muss man ja schon sagen, die fahren wir schon ein paar Minuten lang wieder rum. Aber die geben nicht auf, die Polente. Die geben einfach nicht auf. Also von hinten sind sie jetzt hinter uns her, aber von vorne kommen im Moment erstmal keine mehr. Die haben wir wahrscheinlich schon abgehangen. Jetzt geht's aber weiter rauf in die Berge. Immer weiter hinauf in die Berge. Oh, was ist denn hier ein Kanal? Sieht cool aus. Muss ich jetzt. Oh, da kam ein Boot vorbeigefahren. Ein Boot auf dem Highway. Der wurde bestimmt zum Strand und zum Meer, um da mal ein bisschen rumzufahren. Da kommt schon wieder der nächste Helikopter. Und das nächste Boot. Ist hier wohl ein Volkssport, das Boot fahren. So, wir wechseln mal wieder die Straßenseite. Yeah, ganz mutig weg durch die Straßenseite. Kommen so auch an der Schranke da vorbei. Wir sollten auch irgendwann mal unser Auto wechseln. Und hier eine kleine Tankstelle und ein Diner ist das. Ein Diner am Wegesrand, wie sich das gehört. Oh, 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 oh. Ja komm, steig aus, Michael. Oh, 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 das war nicht so gut. Das war nicht gut, meine Freunde, das war überhaupt nicht gut. Und schon sind wir außer Gefecht. Ich würde sagen, das wiederholen wir noch einmal, oder? Beziehungsweise jetzt machen wir es mal richtig. Jetzt hauen wir richtig auf die Kacke. Also wie ich das eigentlich mal gehört, hier einfach nur wegfahren und wegfahren und wegfahren, das ist nicht so gesund. Ich frage mich gerade, welcher Spielsound schlägt da so stark aus? Ist immer die Polizei unterwegs. Ein Friseur. Ich würde sagen, wir schauen mal gerade beim Friseur dabei, wenn wir schon dabei sind. Bezahlen tun wir natürlich nicht, beziehungsweise wir holen unser Geld gleich zurück. Ich starte mal einen Überfall. Mal schauen, was da so rausspringt. Aber erstmal schauen wir, ob wir Mike eine neue Frisurverpass bekommen. Hallo? Hi. Do I know you from somewhere? Weiß ich nicht. Oh, hat sogar den Namen im Gesicht. Werte! Ein 5-Tage-Bart können wir ihm verpassen. Ist jetzt gar nicht der Schuh zu baden. Ich hätte gedacht, so ein Rundbart wäre richtig cool für ihn. Damit er so ein bisschen wie so ein Gangster aussehen würde. Also so Al Pacino, wie Robert De Niro. In Heat, das wäre richtig cool, oder? Das wäre ein kurzer Schnitt, das sieht nicht so toll aus, finde ich. Was ist das andere? Frisuren, ein rausgewaschen. Was ist denn rausgewaschen? Ist er dann grau oder was? Schermaschinen-Shit. Wir machen einfach wieder Lexington, also den ganz normalen. Finde ich, sieht immer noch am besten aus bei ihm. Aber so ein 3-Tage-Bart oder 5-Tage-Bart. So, wie hat eine harte Nacht, Baby? Und ich zeig dir, was passiert, wenn wir eine harte Nacht haben. Auf dem Speicherplatz, nein, ich möchte jetzt nicht speichern. Bist du sicher? Ja, ich bin sicher. Dass ich jetzt gerade nicht speichern möchte. Wie? Bitte? Ich kann ihn raub...
Gib mir all dein Geld. Gib mir dein Geld. Gib mir dein Geld. Okay, dann halt so. Also die Kasse können wir nicht ausrauben. 13 Dollar hat ihr die. Können wir uns irgendwie ducken? Aber wir können nach hinten gucken. Da kommt der Polizei. Wenn ihr euch traut, kommt hier rein. Verschaut euch mal hinter der Kasse. Yay! Yeah. Kommt ihr? Oh, direkt rein. Drei Sterne. Kommt her! Ich krieg euch alle. Hab ich ihn erwischt? Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Noch ist es mit der Pistole, glaube ich, am einfachsten. Wir haben noch ein paar Missionen mit der hier. Machen wir ein bisschen Rambazamba hier. Kommt her! Ich habe den Laden überfallen! Ich will, dass ihr mich fangt. Wo bleiben die denn? Hey, was machst du denn da? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, die Sheriffs, die sind aber hier wirklich auf Zack. Ja, kommt hier rein. Kommt nur hier rein. Get in there. Wir versuchen sogar hier reinzukommen. Sagen Sie zumindest, dass sie hier reinkommen sollen. Ja, aber nicht mit mir. Kommt hier doch alle rein. Ich klappert sich gerade einen Berg von Leichen. Die Armee der Klonpolizisten. So, geht mal weg hier. Das sieht aber ziemlich gut hier, der da mit der Bande aushalten. Der Schutzlitte. Okay, von den vier sehen wir ihn aber nicht so gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Er macht die Tür wieder auf. Ich will die Tür aber zu haben. Oh Gott, okay, das war jetzt nicht so gut, dass er direkt reingelaufen ist. Also einfach so drin bleiben ist auch nicht so toll. Außer Gefecht. Aber lieber außer Gefecht als im Knast. So, wir versuchen noch einmal. Mal schauen, ob wir jetzt ein bisschen mehr Bewegung, ein bisschen besser hier zurechtkommen. Hallo. Ja, hier waren wir schon mal. Also er sieht immer ramponierter aus, der arme Michael. Mal schauen, ob wir uns irgendwo anders besser verschatzen können. Was gibt's denn hier noch alles? Ich schaue mich mal ein bisschen hier im Dorf um. Ein bisschen können wir uns hier umschauen. Mal schauen, wo man sich alles verschanzen kann. Diesem kleinen Örtchen. Hallo, ihr da! Oh, da kriegst ein paar aus dem Maul hier. Was gibt's hier auch zu gucken? Oh, der hat sogar Geld fallen gelassen. 11 Dollar. Mann, ist das ein reicher Mann. Oh, da flogen Vögel rum. Ob man auch am Berg hier raufklettern kann? Ich glaube, das nehmen wir uns mal für die nächste Folge vor. Einfach mal eine Bergtour. Oh, hier kann man bestimmt cool eine Sprungschanze machen, oder? Ich glaube, das versuchen wir noch einmal. Gibt's hier ein Auto? Ich brauche mal ein Auto. Möglichst schnelles. Hier, das da. Das ist doch gut. Bleib stehen. Bleib stehen. Jawohl, bleib stehen. Ich brauche mal ein Auto. Ich brauche mal ein Auto. Tschüssi. So, und jetzt gehen wir einfach mal hier durch. Wo war denn das? Sind wir so weit gelaufen? Nö, eigentlich sind wir nicht so weit gelaufen. Ach, da ist es doch schon. Also mal schön weit nach hinten fahren. Nach hinten, nach hinten, nach hinten. Und dann machen wir mal, dass wir mal hier raufkommen. Einen hohen Sprung. Komm her, komm her, komm her, komm her, ob wir aufs Dach kommen. Yay! Yeah!
Bullshit. Yay. Jetzt haben wir schon zwei unter uns. Ja, kriegt mich doch, ihr Arschlöcher. Yay, kriegt mich doch. Was passiert eigentlich, wenn wir auf den Tempter schießen? Hallo? Ah, da gibt aber schon gut Gas. Der Kleine hier. Wow, da haben wir bei Anhalt erwischt. Mann, Mann, Mann. Oh, hier ist aber ein Wäldchen, ein kleines Wäldchen. Mal schauen, ob wir die noch hinterherkommen, den LKW da. Oh, ich glaube, die haben unseren Reifen gezettelt. Oh, der flog aus dem Auto raus. Tut mir leid, Kleiner. Das wollte ich nicht, dass du aus dem Reifen rausfällst. Komm, wir fahren mal ein bisschen offshore hier. Das Rehchen da. Armes Rehchen. So bleibt Rehchen nie sinnlos Tiere umfahren. Oh, eine Holzfällerfirma. Warum hast du die Waffe nicht mehr gewählt gehabt? Naja, ich würde sagen, das war's aber für die erste Chaos-Folge. Beziehungsweise die erste Fun-Folge. Ich mache ja nicht immer nur Chaos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und seht auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Der Moscher zockt oder Der Moscher macht San Andreas unsicher. Bis dahin.